Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Forbidden West. Ja, beim letzten Mal haben wir die erste Schmiede abgeschlossen. Sprich, Rebellenlager. Und haben dafür auch eine legendäre Waffe bekommen, die Sonnengeißel. Ein Jägerbogen, der sehr viele Elementarwaffen hat, also Elementarschaden. Ich habe den mal angelegt für den Sucherjägerbogen, weil hier kann ich 3 Spulen reintun. Bei dem anderen hätte ich den noch ein bisschen weitermachen müssen, damit der 3 hat, und so sind wir erst einmal, ohne dass wir ihn upgraden mussten, zumindest was Eisschaden angeht, etwas besser bedient. Und sobald ich den noch ein bisschen weiter upgraden kann, momentan fehlen mir halt noch ein paar Ressourcen dafür, kann das, denke ich mal, ganz gut sein. Ich werde den auch hauptsächlich erstmal für Eisschaden benutzen. Ja, ich bin hier einfach schon mal zu dieser zu diesem Unterschlupf gegangen. Hab ja beim letzten Mal hier irgendwo anders aufgehört. Und wir wollen uns heute mal um die Hauptstory kümmern. Wieso willst du mich da lang schicken, Spiel? Wir müssen doch da lang. Ich habe mir jetzt mal gedacht, okay, komm, wir haben jetzt eigentlich genug Sidequests fürs Erste gehabt. Von daher, ich will jetzt mal ein bisschen in der Story noch vorankommen, aber wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie viel überhaupt noch Main-Story-mäßig kommen wird, nachdem wir hier alle Aufgaben abgeschlossen haben. Also nachdem wir alle 3 Dingens hier haben, ne? Festgenagelt. Vorrücken. Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Na toll. Du bist tot. Nein! Du bist auch tot. Quen, was sind das denn für Leute jetzt? Nee, ich glaube, da war Feuer. Ja, sehr schön. Ja, komm. Treff den Typen doch. Oder die Typin, ich kann es nicht erkennen. Moment, bauen nochmal Feuer. Jawohl, sehr schön. Ich hab euch doch gar nichts getan. Was wollt ihr von mir? Töte dich! Wenn ich treffen würde! Meine Güte! Warum sind sie auf Blut aus? Das war schlecht. Falls noch mehr von denen kommen. Laut Gaia muss es irgendwo hier drin sein. Hätte besser klappen können, aber es hat ja irgendwie geklappt. Von daher will ich mich mal nicht beschweren, ne? Wir wollen uns mal nicht zu sehr beschweren. Auch wenn das sehr grottenschlecht war.
Aber naja. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Oh, Geld. Sehr schön. Ganz viel Kohle. Kann ich gut gebrauchen momentan, weil ich bin ja, wie gesagt, immer noch pleite. Ich war sehr pleite. Das ist nicht so gut. So, gibt es hier sonst noch etwas? Da können wir wohl runter. Yay! Das Treibhaus, okay. Ja, wir gucken uns erst noch mal kurz ein bisschen hier um. Aha, aha. Sind die, die mich angegriffen haben, damit hergekommen? Maybe. Just maybe. Wir wollen doch nicht durch den gefährlichen Wald. Lieber durch den gefährlichen, über das gefährliche Meer. Wo sie potenziell... ein altes Büro. Flutstützer oder sowas treffen können. Die im Wasser überhaupt nicht gefährlich sind. Fun Fact, ich hab offscreen mal, okay. Kann ich gerade nicht zeigen. Irgendwo weiter im Anfangsgebiet hatte ich ein bisschen was erkundet, ne? Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Faro-Forschungsanlage. Gleich mehr. Achso, das ist aber nur mal das, was die gerade erzählt hat. Okay. Ja, da bin ich im Wasser. Also, das war eine kleine Insel. Wo ich nicht wirklich weiterkam. Und auch nicht wusste, was ich da groß machen sollte. Weil da war im Wasser ein Flutschlitzer und ich kam nirgendwo an Land. Oh, kriegen wir endlich die Fähigkeit, das Ding da loszuwerden. Das wäre ja mal mega geil. Es gibt so viele verdammte Metallblumen überall und ich kann nichts damit machen. Ich kann die nicht loswerden. Ja, ich konnte diesen Flutschlitzer nicht bekämpfen, weil er im Wasser war und im Wasser kann Eloy nichts machen. Und ich kam mal irgendwie nirgendwo an Land. Dass ich irgendwas hätte machen können. Also es war zum Kotzen. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein. Aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Ja, dann lass dir doch einfach mal was einfallen, womit wir diese blöden Metallblumen loswerden können. Kann doch nicht sein. Wir sind doch schon recht weit oder nicht im Spiel. Und irgendwo kann man das sogar... Ich will mal ganz kurz nachgucken. Statistiken, glaube ich, war das. Kann ich hier nicht irgendwo... Alter, ich bin schon fast 60 Stunden, habe ich das Spiel hier gespielt. Wow. Okay. Ja, da sieht man halt mal so die Statistiken, wie viele Gegner man schon so gekillt hat. Aber ich dachte eigentlich, hier wäre... Achso, warte mal. Fortschritt. 54% sind wir momentan. Okay. Wow, ich habe gar nicht mal so viel Quests bisher gemacht. Interessant. Naja. Wird noch. Das wird noch. Irgendwann mal. Gut, ich weiß auch gar nicht, wie viele Quests es in dem Spiel ja im Allgemeinen gibt. Aber das war die falsche Seite. Hier wollen wir hoch. Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin gibt es eine Konsole. Und noch ein Dialog.
Oder Notiz. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Kann ich den hier von hier oben? Nein, kann ich glaube ich nicht. Aber ja, wir kriegen durch diese Quest hier endlich die Möglichkeit, die Metallblumen loszuwerden. Ich könnte die Soldaten leise ausschalten. Wie viele sind's denn? Mal die andere Frage. Eine Barbarin ist auf dem Gelände. Hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden! Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei. Genug von dem ganzen verdammten Land. Ich glaube, ich habe gerade die Chance verpasst, die zu killen. Stirbst du auch mal? Augen auf. Da stimmt was nicht. Das soll ja nicht stimmen. Wow, wie die es einfach nicht gecheckt haben, wo das herkam, ne? Wie dumm sind die? Wie dumm seid ihr, Leute? Nö, ich mach euch fertig. War's das? Nee, da hinten ist noch einer. Aber der ist da hinten und nicht hier bei uns, also ist mir egal. Und selbst wenn das wäre, das wäre kein Problem für uns. Ich hab gute Waffen momentan, also... Die können mir alle nix. Ich hab schon einen Panzerschnapper ohne Probleme gekillt. Dann krieg ich die ja wohl auch problemlos gekillt, oder? Ganz bestimmt. Ich meine, theoretisch könnte ich mir jetzt schon, Das Berserker-Jägerpfeil ist jetzt eine deine Jägerbombe verfügbar. Feuer diese Pfeile auf Menschen- oder Maschinengegner. Um den Berserker-Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, greifen Sie das Ihnen am nächsten befindliche Ziel an. Unabhängig davon, ob es sich um Freund oder Feind handelt. Okay. Interessant. Du da hinten siehst nichts, ne? Du bist blind. Gefällt mir. Aha.
Ich wünschte, diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Wahrscheinlich wie mit den Rebellen. Nur dass wir zu einer anderen Organisation oder so gehören. So, aber davon sollte ich nicht zu viel herstellen, weil, ja, ich habe nicht mehr so viel Kram dafür. Die Tür sieht vielversprechend aus. Um die Pfeile dafür herzustellen. Mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren, unsere Ernten fallen aus, unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein. In Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja. Wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen... Aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja. Alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier.
Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Resi-Scan. Ah. Okay, dann mal los. Ich folge dir. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ich soll mit dir mitkommen? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Eloy hat dich total verfest. Nicht. Dann halt nicht. Ja, ich muss sagen, ich kannte sie schon vorher. Danach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Also ich wusste vorher schon, dass sie existiert, die Alba. Oh Gott. Wirklich ein Labyrinth hier. Weil sie, ja, als ich nach Bildern für Thumbnails so gesucht habe, wurde mir aber was angezeigt. Da habe ich sie halt mal gesehen. Ein Feuerglimmer. Tja, das war laut. Aber wer oder was sie ist, das wusste ich vorher noch nicht. Muss ich dazu sagen. Du musst doch einen Weg rausgeben. Ja, hier anscheinend nicht. Was ist das da in der Wand? Oder ist ja doch was?
Ich sehe nichts. Das. Ah, nee, da. Da ist ja doch was. Na, machst du doch mal da raus. Eloy. Als ob das hier funktioniert. Was ist das da in der Wand? Ah, jetzt sind wir weit genug weg, oder was? Immer noch nicht. Mich verarschen? Aha, jetzt tut sich was. So, mal Zeit. Hier durch. Okay, Leute, aber ich glaube, wir machen hier einfach mal einen kleinen Cut. Das war's mit Horizon Forbidden West für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir hier unten dann weitermachen im Treibhaus. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.